Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andi Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir die Galar-Mine 2 betreten und sind jetzt hier immer noch auf dem Weg, den dritten Arena-Leiter zu finden. Und ja, wir haben ein paar Typen von Team Yell plattgewalzt und diesen einen Betis-Typen erledigt, welchen ich jetzt als unseren Rivalen nenne, weil der ist viel besser als Hopp. Und ohne Tank habe ich nicht. Ja, in dem Sinne sage ich, wir machen jetzt erstmal weiter. Was bist du für eine Art Trainer? Mit meinem Dampfkraft kann ich jeden Gegner nach vorn pusten. Ruf. Mein Angestellter Manfred. Es ist Manfred. Ah, ich brauche einen Donphan. Ich finde echt gut, dass selbst die Gegner irgendwie andere Pokébälle haben. Okay, ja. Boah, ich habe echt nicht. Ich habe gegen Sachen Coverage, aber es gibt einige Sachen, da habe ich noch nichts an Coverage. So, ich nehme jetzt erstmal Flora hier rein. Hoffe, du haust mich jetzt nicht weg. Gute Sache jetzt, wenn ich sie einwechsle, dann bekommt sie AP wieder. So, bitte hau das Ding mit einem Schlag weg. Danke. So, ihr setzt irgendwas ein, was ich mit irgendwas anderem hier erledigen kann, damit ich sie wieder heilen kann. Onyx. Oh, eins meiner Lieblings-Pokémon. So, Lauch. Du schaffst das, komm. Und Flora muss ich nämlich heilen. Fluch, oh Gott. Weiter wird nur Verteidigung, oder? Nee, Angriff und Verteidigung. Zertrumra, dann machen wir mal dagegen. Na gut. Katapult, oh Gott. Ach ja, Kampf. Ich vergesse mal, hat. Ich vergesse mal, das hat Poenta Kampf gesehen. Volltreffer, schon wieder ein Volltreffer. Das ist ein Volltreffer. Ach so geil. Du hast ja ordentlich Dampf drauf. Okay. Wir in Galar haben die Dampfkraft einiges zu verdanken, weißt du? Erst mit den Erfindungen der Dampflokomotive hat sich nämlich die Eisenbahnnetz in der ganzen Region ausgeweitet, weißt du? Es ist immer so schön, der TM zu finden, weil jetzt hat man die unendlich mal. Das ist so ein schönes Gefühl jetzt, ey. Früher hat man die sich immer aufgespart, also ich habe sie mir immer aufgespart. Weil ich nicht wusste, wann ich die einsetzen soll oder so, und dann ja, jetzt kann man jedes Mal einsetzen und du bist der Arena-Leiter, ne? Team, ja, ich bin euch ja dankbar dafür, dass ihr mir mein Training zur Hand geht. Aber ein Waggon bei der Arbeit zu stören ist völlig inakzeptabel. Wir wollten es doch gar nicht stören. Wir sind riesige Fans von Waggon. Lass stecken, Alter. Nach dem Kampf gegen den Typ bin ich platt, um mich weiter mit ihm zu streiten. Lass eine Biege machen. Ja, die haben voll die Klammern irgendwie am Rücken. Wenn sie wirklich Fans von Waggon wären, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten. Gong. Kabo, Mann, wie sie die zwei eben angefertigt haben, war einfach genial. Abgefertigt haben. So stelle ich mir eine Feuer-Arena-Leiter vor. Ah, ihr müsst Hopp und Danilo sein. Die beiden Trainer, deren Deleon eine Empfehlung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit, bis der erste Challenger in meinen Schein auftaucht, sinnvoll nutzen und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier in der Galar-Mine 2 gibt es viele Pokémon, die dem Typ Wasser angehören. Er ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Aber es wird langsam spät. Wenn ihr die Mine verlasst und geradeaus weitergeht, gelangt ihr nach Engine City. Quartiert euch dort im Hotel ein, ruht euch gut aus, damit ihr in Topform seid, wenn ihr gegen mich antretet. Ach, sind wir jetzt auf der rechten Seite beim Ausgang da. Du sollst auch langsam umgehen, Waggon. Komm, ich bring dich nach Hause. Gong. Morgen heiz ich euch ordentlich ein.
Natürlich toll, wenn ich den schon im nächsten Part wieder erledigen kann. Mein Bruder hat mir mal erzählt, dass sich viele Trainer an Kabul die Zähne ausbeißen und dann aus Frust die Arena Challenge hinschmeißen. Aber wir werden schon noch sehen, wer hier wen einheizt. Nein, ich will noch nicht raus, Mann. Nein! Wir bringen ihn nach dem Hotel Knospi in. Neue Route. Das Waggon von eben war bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen. Du weißt, was Pokéjobs sind, oder? Nee, was ist das? Puh, na gut, da musst du wohl über dazu mit der Schimpf ran und dir das erklären. In einem von denen uns alten Notizheften stand das ungefähr so erklärt. Irgendwelche Firmen oder Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten sogenannte Pokéjobs unter die Arme greifen. Die Ausschreibung findest du bei Rotomina in jedem beliebigen Pokémon Center. Okay, vor uns liegt Engine City. Mann, bin ich alle. Ich werde mich im Knospi in erstmal richtig schön aufs Ohr hauen. Schließlich steht morgen der Feuerarena Leiter Kabo auf dem Plan. Hey, wenn ich jetzt schon in die Arena gehen kann, dann weiß ich. Smogon. Vogelbaum. Ich will noch erstmal hier gucken. Man weiß ja nie. So, ich werde erstmal weiter gucken. Wenn ich wirklich jetzt schon in die Arena rein kann, dann so viele Mogelbaums, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Aber jetzt noch eine Trainerin. Er fährt durch, dann kommt ihr zu Dings, ja klar. Grüß dich, junger Trainer. Wärst du wohl so nett, dich mit einem Kampf zu messen? Madame Katruina fordert dich heraus. Wolli. Geht los, Tox, du schaffst das. Ich glaube, der schafft das sogar echt. Weil das Ding ist Elektro. Blablabla. Funkensprung. Oh Gott. Obwohl, Elektro. Ja. Oh, hey. Sam. Sind echt so viele Krits, habe ich so ein Gefühl. Die Tränen aber mal kurz verschwinden, wenn ich angreife. So, sagt euch, ob das. Okay. Let ja, ach du. Raus hier. So, du bist schon stark genug, ey. Irgendwie muss einen Vorsprung, glaube ich, rausholen. Das war Psychoflug, ne? Das wie ich. Irgendwie, du schaffst das. Ich weiß, ich kann einfach Kuro einwechseln und das Ding platt machen, aber leider nicht. Bei mir geht es irgendwie erst an, weiß nicht. Bei mir kommt es erstmal darauf an, wer irgendwie am niedrigsten gelevelt ist. Ich meine, das ist immer noch ein Rollenspiel, also und so spiele ich halt Rollenspiele. So, aber die sagen, du bist jetzt schneller. Jawohl, jawohl, ja. Hoah. Und weg mit Tisch. Ah. Oh my. Wie mir wird denn auch an können, dass du dich im Kampf so geschickt anstellst. Oh, Geld. Und so die Art Gentlemans in diesem Spiel. Ich kann es kaum erwarten, mich zu erfolgen, was du in Zukunft noch alles erreichen wirst. Meine Unterstützung ist dir sicher. Oh, als Ball. Ich habe fast nicht gesehen, aber nur fast. Münzamulett. So, meine Frage ist jetzt. Münzamulett verdoppelt, aber ich habe Geld für das Teil ausgegeben. Also, so meine Frage ist jetzt: Boah, wo sind die denn jetzt wieder? Blöd ist, hier sind überall Ausrufezeichen, deswegen habe ich nie eine Ahnung. Da, so ich gebe das mal. Wenn ich Igni und tun die beiden Sachen stacken, das wäre natürlich eine gute Frage, ne? Soll ich davon doppelt krieg und von dem anderen? Was ist das? Hey, ich glaube, du bist dieses Psycho-Dingen, was dieser Betis-Typ hat. Ein Primova wild erscheint. Oh, warte mal. Das Ding ist Psycho. Sieht da gar nichts.
Okay, ich habe so ein Gefühl, das Ding wird mein Little Tox ja One-Shotten, deswegen mal rausgehen. Wir werfen einfach Bälle jetzt. Sicher, ja, das wäre ganz schön gefährlich gewesen. Hier ist das. Ja. Lebenstropfen. Oh nee, ne. Ah. Das werde ich jetzt recht noch Pokébälle werfen, weil sonst zu viel Zeitverschwendung. Boom. Ja, Schwächen. Wer braucht Schwächen? Ich werfe einfach meine Bälle. Ich werfe den so hart gegen den Kopf, dass die irgendwie mit einer Gehirnerschütterung am Boden liegen und sich nicht wehren können. So macht man das. Psycho mit dem Vorsatz an seinem Kopf kann es die Gefühle von Lebenswesen wahrnehmen. Es öffnet nur grusam verlangen. Was verlangten Leuten sein Herz? Alles klar. Das ist auch so ein Ding, was ich mein Team irgendwie nehmen könnte. Spezialverteidigung hoch, Angriff runter. Okay. Wenn das Ding irgendwie defensiv ausgelegt ist, dann wäre das vielleicht ein gutes Wesen, glaube ich. Aber weiß nicht, ich nehme an, das Ding ist irgendwie auf Angriff ausgesetzt, ne? Mal schauen. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Das Ausrufezeichen hat er schon wieder weg. So. Sag mal. Ach du. Oh, meine Hose rutscht. Oh. Ach. Ah, shit. Das ist fehlgeschlagen. Mal. Mein Gott, sind wir kacke. Danke. Das war ein sehr merkwürdiger Kampf. Möchten wir beide vergessen, dass wir das gesehen haben. Alles klar. Gehen die so eine Brofist und gehen dann wieder. Dann ist ein Smogon. Oh. Warte. Hey du da, ja du, na los, stell ich dem Kräftemess mit einem Polizisten. Was? Beamtengewalt? Afa. Warum sieht er so glücklich aus? Hallo. Also ein Kind in oh, sehr gut. Was? Hä? Ich dachte, das hört sich nur, wenn er irgendwie durch bestimmte Angriffe getroffen ist. Okay, das war irgendwie. Außer das, wenn jemand Bedroher einsetzt und jemand hat Angsthase oder Hasenfuß oder was auch immer war. Dafür gut irgendwie, wenn das irgendwie so deswegen passiert ist. Gut, Doppelkick. So, jetzt hatten wir einmal Glücksrauch und Münzamulett. Und Pokémon, die beides hatten. Soll ich mal sehen, wie viel Geld ich bekomme. Wenn ich jetzt eine Menge Geld bekomme, dann habe ich dort wieder die Dinger stacken. Ja. Haha. Oh. Haha. Du hast gute Pokémon dabei und dein Kampfstil hat sich auch sehen lassen. Okay, das sieht normal aus. Ich wollte prüfen, ob du auf deine Reise zurückkommst. Du hast bestanden. Hab wieder eine Brücke. Abwehrfeder. Kraftfeder. Espritfeder. Kraftfeder. Hi. Kramo hat sich wiederholt und ist gleich zum nächsten Pokéjob auf. Pokéjob aufgemacht. So. Ich sollte vielleicht erstmal zum Pokémon Center gehen, ob jetzt Pokémon, aber ich glaube, hier ist auch eins gewesen, ne? Pokémon Center. Pokéball, Superball, was ist denn mit dem los? Ach nee, ich muss mich ja übernachten, ne? Trotzdem zum Pokémon Center. Stimmt, ich soll ja erstmal da übernachten, bevor ich irgendwie
Aber ich weiß ja nicht, ob ich da drin geheilt werde oder was. Warte, ich mir mal Pokémon und Jobs hier ausprobieren. Lass mich da mal ausprobieren. Warte mal, konnte man ja nicht TMs kaufen? Aber nur Platten, also TP, was mehr oder weniger Oldschool TMs sind. Also TMs kaufen. Das hier möchte ich ehrlich gesagt haben, Trugschlag. Damit kann man nämlich gut Reflektor, bin ich auch immer ein großer Fan von, Lichtschild auch. Und ja. Trugschlag, ich nehme an, Lauch kann das lernen, ne? Das gibt's jetzt nicht. Ey. Hier, Flora kann Lichtschild lernen. Bringt man das wenigstens bei. Hat hier weg. Wohl Gesang setzen wir eigentlich auch nie ein, aber soll's. So. So, ja, da gesagt. ID-Lotterie. Ja, jetzt hast du die Möglichkeit, großartige Preise zu gewinnen. Aber dadurch nicht mal Meisterbälle irgendwie gewinnen. Doch, ich wollte eigentlich nicht speichern. 8, 6, 3, 4, 5. Kartomat. Neue Liga-Karte erstellen. Oh. Ah. Das ist doch mal was. Nein. Ja, jetzt kann man sich eigentlich so ein Ding herstellen. Gut. Ja, nehmen wir das hier. Und. Also nicht. Eigentlich gar keinen Effekt haben, aber. Erstmal, wenn ich meine Pose oder so ändern könnte. Schon wieder was, womit ich irgendwie den ganzen Tag mit verbringen könnte. Das hier. Pose ändern. Zum. Ho, 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 ho. Goodbye, Jojo. Warte mal, das. Das tut doch sowas von irgendwie. Irgendwas Böses. So. So, und dann war ich irgendwie. Kann ich nicht nach oben oder unten irgendwie gehen? Ah. So. Ich habe so viel Spaß mit hiermit, habe ich so Gefühl. Aber wenn ich jetzt nur irgendwie in die Kamera gucken würde, das wäre perfekt. Dann nicht irgendwie, wenn man seine Brille irgendwie so richtet in Anime ist. Na, irgendwie haben jetzt so gefallen, so wird mir diese eine hier so voll gefallen. Wo ist es? Ja, so perfekt. Ich finde, das sieht irgendwie nicht schön aus, nur mal das hier.
So. Hier muss ja keine Sorgen machen. Unsere Liakane sind nämlich wasserfest. Sollte man eigentlich Pokéjobs machen, also. Genau. Suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Ja, das hat mir Ding schon gesagt. Also ein Pokémon wird einmal am Tag aktualisiert. Je öfter du ein Pokémon aushelfen lässt, umso mehr kannst du ihn losschicken. Desto mehr Belohnung erwartet dich. Hilfe so oft du kannst. Von unserer Gemüse kommt zu uns, wenn wir ein Feingefühl für Pflanzen. Suche normal Pokémon, die einen bei der Herstellung vielseitiger Stoffen helfen. Ja, macht das, weiß ich. Was ich hier Datei. Ich kann mehrere, okay. Was ich. So. Entsenden. Ganzer Tag. Ich wollte eigentlich da oben oder unten irgendwie drücken, aber. Los, macht mich stolz. And don't mess it up. Okay. Keine Ahnung. Oh, warte mal. Oh. Okay, schön. Also dann immer noch in meinem Hotel. Wenn wir Zeit haben, können wir noch ein paar Pokémon fangen. Ich würde dann am liebsten irgendwie in die ersten Routen jetzt zurückkehren und alle die Dinger fangen, die wir ausgelassen haben. Hey du, iPhone Nummer 2. Hallo, Danilo, richtig? Du bist ja schon ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich der Arena Challenge gewinnen kann. Na klar. Ja, kämpfen. Oh, was für ein Kampfgeist. Oh, darum sehe ich die Typen schon. Ole! Die sind im Hintergrund. Wenn ich raten würde, würde ich sagen, sie ist irgendwie bei nicht der Boss von irgendeiner Organisation oder so. Ich bin kein guter Verlierer, musst du wissen, aber ans Verlieren denke ich ja eh nicht. Ja, na, und die ist schon irgendwie zu freundlich, das ist schon sehr verdächtig. Glibunkel. Gute Frage. Kampf. Boah. Team ist nicht so gut. Muss man irgendwann daran denken, mein Team umzuändern. Sorge für. Ist fehlgeschlagen. Und nein. Oh Gott. Au. So. Ich wusste es. Deswegen habe ich nicht ruckzuck eingesetzt. Und weil ich wollte, halt noch Initiative steigt. Ich finde auch gut, dass es so viele wichtige Trainer hier gibt. Wir haben diesen einen Typen, potenzieller Rivale, haben wir sie. Alle tun sie wetteifern für die, was irgendwie wieder Dutzende waren. So Keks. Ja, du warst noch mal Kampf und nicht, ne? Das heißt Lauch, du wirst das schaffen. Au. Au. Jetzt geht's einen auf die Fresse. Das unbedingt eine stärkere Kampf. Da gab es so viel Zeit, mal wird es nicht auf Dauer bringen. Ja. Nein, diesmal nicht. Diesmal kommt Lauch durch. Oh, fast. Ist ja irgendwie öde, wenn ich jetzt schon alles vorbei wäre. Deswegen geben wir auch nicht auf. Hat schon ein Ding. Aber das Ding, mit was sie die ganze Zeit rumläuft. Das Pikachu dieser Generation. Du wirst auch sicher Elektro sein. Also komm. Versuch es. Das Ding kenne ich übrigens auch irgendwie von Facebook. Irgendwas war mit dem Teil. Oh ja,
Er konnte sich, ja, ich wusste, dass er sich verwandeln konnte, aber ich weiß nicht wie oder ob da irgendwie eine andere Form ist oder so. Ich glaube, dieser Attacke bringt meine Gefühle ganz zum Ausdruck. Ja, was meinst du? Biss. Ah. Dreck. Ah. Wird anstrengend mit dem Teil, habe ich so ein Gefühl. Flora. Ah, okay. Ah, es tut schon wieder. Little Tox, ein paar Erfahrungspunkte hier fehlen. Die Zuneigung geht wahrscheinlich auch runter oder so. Okay, er hat sich schon wieder verwandelt. Oh, ehrlich? Jetzt habe ich wieder zurückverwandelt. Alter, boah, schon wieder ein Volltreffer. Das gibt's doch jetzt einfach nicht. Ey, wie die rumschmeißen mit Volltreffern. So, langsam wird es ein ganz klein bisschen knapp. Da, so, oder Ding kaputt, obwohl. Ey, boah, schon wieder ein Volltreffer. Ey, Junge, reicht doch jetzt mal. Kannst du euch die ganze Zeit mit Volltreffern durch die Gegend schmeißen, ey. Kuro, mach das Ding fertig, ey. Gibt's da nicht, ey. Das Ding ist Unlicht, oder? Aber wie du schreckst jetzt zurück, ey. Mein Gott, ey. Das Ding schon wieder in die Form, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ach. Hey, ich habe aber Pech, habe ich so ein Gefühl. Ah, Ding weg. Oh, er ist immer noch am Leben. So, und weg bist du. Alter, war anstrengend. Oh Gott. Die schlagt so alle an. Ja. Wer? Oh, okay. Erschlagattacke, die aber nur gelingt, wenn das Ziel gerade einen Attack vorbereitet, die KP Schaden zufügen würde. Hm, das ist ein bisschen zu. Und 5 Benutzungen. Vor allem die gelingt nur. Und dann tut es auch nur 70 Schaden machen, ne? Oh, du hast mich für sie. Anscheinend bist du noch so schwach. Nicht so schwach. Wollte sagen. Ich habe mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du sollst auch schlafen gehen. Pico. Okay, wir werden ja wohl jetzt voll geheilt sein wieder, ne? Am nächsten Morgen. Morgen, Daniro. Dein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hat mit Hilfe Infos auf Kavusiak hat die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Vor abgelöst ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Kabusi-Karten gegeben. Hier haben wir doch auch einen. Ich wollte schon sagen, haben noch gar keine von dem bekommen, ne? Und du kannst das auch haben, als Dank für unseren Kampf gestern. Feuer, ja. Denkst du, du hast mich geburnt oder was? Kennst du Kabus Spitznamen? Er wird auch der unaussichtliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zur Engine-Stadion und schnapp dir den Feuerorden. Pico. Ich habe immer noch so ein Gefühl, dass irgendwie der Vater von der einen Feuerarena-Leiterin aus Höhen ist, weil angeblich soll er ja aus Höhen sein, ne? Und sie war irgendwie die Tochter von einem starken Arena-Leiter. Also ja, das weiß ich nicht. Die Lore ist so tiefgründig in Pokémon-Spielen, also ja,
Und da sehe ich schon wieder was. Lass mich ran, du hast einen Feuerorden. Bist du ja endlich dann hier? Ich habe mir immer mal den Feuerorden geschnappt. Ich weiß jetzt, warum Karo von allen außerirdischen Feuerveteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Galar, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Was ein Volley unten. Aber keine Sorge, Daniro, ich habe Kabu besiegt. Er ist also alles andere als außerirdisch. Du schaffst das schon. Dann bist du ja schwächer als dich. Burn, Loser. Oh. Ich würde den am liebsten einen mit meiner Angel überziehen. Ne? Ja, ich glaube, ich habe schon mit ihm geredet. So. Warte mal, bist du nicht gerade weggerannt? Hä? Hey, Daniro, bei meinem Kampf gegen Kabu sind echt die Funken geflogen. Warte mal, ist er nicht gerade weggegangen oder bin ich ganz blöd jetzt? Ja, ich will. Weißt du was? Mich stört diese eine Anzeige den ganzen Pokédex hier. Hier, seht euch das an. Die Dinger sind hier noch. Die habe ich offscreen gefunden, die Dinger. Weißt du was? Die fangen wir jetzt mal. So, wir können uns nämlich teleportieren, mehr oder weniger. Ich will mal sehen, ob ich das mal irgendwie wegkriegen kann, ja. Mit die nicht die ganze Zeit angezeigt werden, da wird irgendwie ein anderes Ortwörtchen mal angezeigt wird in diesem Spiel im Pokémon Center. Also ja, so mal die mal zu fangen und ein Gebiet abzuschließen, sage ich mal. Ja, und diese Dinge, die sind glaube ich hier in diesen Ausrufezeichen Dinger. So, ich habe mich ja letztens gewundert, als wir letztes Mal hier waren, wo das Viech die ganze Zeit ist. Und ja, hier ist es. Wir werfen einfach Pokébälle, weil Pokémon überlebt das nicht. Mal angreifen. Das sagt schon viel aus, wenn sogar Little Tox irgendwie das Ding kaputt hauen kann. Aber ja, wir werfen einfach einen Ball und fertig. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht. Ich dachte, ich würde ja wieder aber leveln, aber nee. Sensex ist ein schlaues Pokémon, das ist immer fleißig Informationen sammelt. Seine Stärke lässt jedoch zu wünschen übrig. Aktualisiert. So, und das ist die Vorentwicklung von diesen einen Dingen, ne? Mal sehen. Oder auch nicht. Okay. Oder wurde das jetzt nur angezeigt, weil doch. Hey, was? Also, das war wegen dem Gebiet, okay. Mabula, das ist dieses Ding, das irgendwie sich in so einen Ritterhelm entwickelt, oder nee, das andere Teil. Da habe ich, oder? Das hat ein neues Pokémon. Nee, das war, glaube ich, nicht ein neues Pokémon. So, wir werfen einfach einen Ball und das Ding gehört uns. Blub, blub, blub. Geht auch schnell, ja, ne? So, jetzt haben wir alles hier erledigt. Jetzt will ich mal wissen, ob irgendwas passiert oder so. Sein großer Kiefer ist stark genug, um selbst die dicksten Äste zu zerbrechen. Damit heilt auch seinen natürlichen Feind Micro in die Flucht. Fantastisch. Aus allen befohlenen Pokémon gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine Punkt, die du noch nicht gefangen hast. Halte ich weiter dran. Ach, jetzt geht das einfach weiter. Okay, jetzt wird mir hier angezeigt, aber die gehen jetzt echt hier jede Route ab. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich würde nämlich irgendwie so selber irgendwie darauf kommen. Ja, weißt du was? Komm, machen wir das auch noch. Versuchen wir. Versuch nicht ganz so lang zu machen, aber so unter 40 Minuten, so weil nicht 36, 37 Minuten irgendwie so hat. Irgendwann müssen wir halt ja mal machen, ne? Besser früh als spät und so, ne? So heißt das doch, so nennt man das noch, ne? Ja, okay. Und ja, müssen ja auch noch ein Pokédex führen, ne? Das ist ja auch unsere Aufgabe. Wer weiß, vielleicht brauchen wir ja irgendwie mal vielleicht brauchen wir ja mal irgendwann eine bestimmte Anzahl an Pokémon, um irgendwie, ich weiß ich, was freizuschalten, so wie damals die TMs. Ich wollte ich eigentlich nicht. Ein Micro erscheint. Ein Micro-Würstchen. So.
Weg. So, wenn das Ding nicht die ganze Zeit, boah, da ist schon wieder aus Verzeichnung, da gibt es jetzt nicht. So, komm. Ich weiß nicht, wodurch die ausgelöst werden, aber scheint random zu sein, glaube ich. Ja, da liegt was. Ist das gespawnt? Oh, da war ein Ausrufezeichen. Gut. Okay, lass mal das. Dauert zu lange. Gar nicht so gut. Irgendwie beeinflussen habe ich so Gefühl. Und vielleicht treffen wir die ja irgendwann mal. Nein, nein, anderen Ort. Also gut, ja. Das heißt, wir werden beenden den Part. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Ach, da ist der Teil. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der dritten Arena Challenge beziehungsweise dritten Arena Leiter in Engine City. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo, ein Kommentar, um den Kanal weiterzuhelfen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.